Also ich meine, da hinten ist es einfach nur dunkel. Es könnte da jetzt auch irgendjemand auf uns warten, weil das ist ja auch das, wovor viele Leute warten. Da vorne könnte jetzt der Schlitzer stehen. Wir müssen das testen, ob jetzt da vorne irgend so ein verrückter Mutant auf uns wartet. Kannst du kurz wischen für mich? Ah ja, mache ich. Ich mach kurz. Ich, danke. Mal gucken, aber ich versuche den Spin. Und? Ja. Ah, der ist zu viel. Ja, der ist zu nah dran. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem relativ spontanen Pokémon Go Video. Denn wie ihr seht, bin ich plötzlich Level 9. Das bedeutet, ich habe wieder ein bisschen gespielt. Allerdings war das so nicht geplant. Die gute alte Sturmwaffel hat mich gestern um 21 Uhr angerufen und meinte, yo, hast du Bock noch ein paar Pokémon zu fangen? Und ich dachte mir, ja okay, das Wetter in Köln ist momentan richtig geil. Lass uns an Rhein chillen und vielleicht irgendwie ein Stündchen oder so Pokémon sammeln. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz auf Tagebuch klicken, dann wird man sehen, da seht ihr, 19.07. um 1.15 Uhr habe ich noch Pokémon gefangen. Ich war dann mit ihm am Anfang am Rhein und wir sind dann weitergewatschelt, irgendwann zum Mediapark. Ich hatte meine Kamera mit, wollte allerdings nur so ein bisschen vielleicht cineastisch irgendwas just for fun aufnehmen. Dazu habe ich dann natürlich auch ein bisschen was gefilmt. Das Problem ist, es ist ein bisschen dunkel. Trotzdem wollte ich das einfach für euch jetzt einfangen und ich habe natürlich auch eifrig neue Pokémon gefangen. Da können wir uns ganz kurz mal hier angucken. Oh, da sehen wir schon Quapuzzi. Ich würde jetzt das Ganze aber gerne nach Funddatum sortieren. Und da sehen wir, wie gesagt, immer noch das gute alte Quapuzzi. Ah, da war ich glaube ich schon. Oh, da sehen wir sie. Das sind glaube ich die seltensten Pokémon, die ich am gestrigen Tag, oder könnte man fast sagen, am heutigen Tag gefunden habe. Und zwar Galoppa und Bibor sind eigentlich ganz nice. Und natürlich auch eine Armee von Hornlews. Ich habe einfach mitgenommen, was geht. Werde die auf jeden Fall noch wegschicken, so nennt man das ja. Um dann ein paar Coins etc. Zu bekommen. Oh, da hat gerade mein Handy vibrated. Keine Ahnung, was da los ist. Eier habe ich auch. 4,9 Kilometer. Verdammt, da habe ich mich geärgert, dass ich das jetzt nicht euch präsentieren kann. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Szenen von gestern Nacht. So Leute, wir haben es jetzt hier gerade 0.10 Uhr. Wir befinden uns gerade hier am traumhaften Kölner Mediapark. Und da vorne sind noch so viele Leute. Was würdest du schätzen, Smurf? 50? Ich denke 50, 70 Leute. 50, 70 Leute. Der Pokémon-Hype ist real. Und ich finde das einfach so krass. Ist mega nice. Die Leute chillen da einfach. Ich würde es mir richtig gönnen. Junge, bleib drin. Bleib drin. Ich bitte dich. Bleib drin. Bleib drin. Da ist das Ding, meine Damen und Herren. Sauber. Apollo wurde gefangen. Nice. Da gibt es die fetten Erfahrungspunkte. Sage ich knackig. Pokédex registriert. Alright, okay. Enter und Traumado, die habe ich beide schon. Wir gehen jetzt zu dem Noctchar. Da vorne könnte jetzt der Schlitzer stehen. Wir müssen das testen, ob jetzt da vorne irgend so ein verrückter Mutant auf uns wartet. Kannst du kurz wischen für mich? Ah ja, mache ich. Ich mache kurz. Danke. Mal gucken, aber ich versuche den Spin. Und? Ja. Ah, der ist zu viel. Ja, der ist zu nah dran. Der, Alter. Ja, und der geht immer zu. Was ist passiert? Ich habe nicht mehr so viele Bälle. Du hast echt nicht mehr viele Bälle? Ja. So, locker aus dem Handgelenk. Ist der Schlitzer schon da? Es wird einfach immer dunkler. Aber ich habe noch 12 Bälle. Du hast nur noch 12 Bälle? Ja, ich habe noch 40 Superbälle, aber. Oh Gott, jetzt wird es sehr dunkel. Und was dann geschah, dann kamen die Affen. Man muss aufpassen. Ich hoffe, euch haben diese kleinen Szenen gefallen, beziehungsweise generell dieses kleine Pokémon Go Video. War alles sehr, sehr spontan, aber ja, war glaube ich ganz geil. Leute, wenn ihr der gleichen Meinung seid, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Würde mich echt mega freuen, denn Pokémon Go wird manchmal ein bisschen gehatet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht dieses Projekt so viel Spaß und da sind mir die Dislikes echt egal. Leute, habt alle noch einen traumhaften Tag. Schaut unbedingt bei der guten alten Sturmwaffel vorbei. Hier sind noch ein paar Pokémon Go Videos verlinkt. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.